Wer war St. Martin und warum finden am Martinstag oftmals Laternenumzüge statt? Martin von Tours lebte im 4. Jahrhundert nach Christus und war ein römischer Soldat. Er wurde christlich erzogen und entsagte im Jahr 356 dem Militärdienst, weil das seiner Meinung nach nicht zu einem christlichen Leben passte. Bekannt ist eine Legende. Im Jahr 338 soll Martin am Stadttor von Amiens aus Mitleid mit einem frierenden Bettler seinen Mantel mit diesem geteilt haben. Daraufhin sei ihm Christus im Traum erschienen, bekleidet mit dem halben Mantel. 371-72 machte ihn das Volk aufgrund seiner frommen Lebensführung zum Bischof von Tours. Eine Geschichte besagt, dass Martin das zunächst nicht wollte und sich im Gänsestall versteckte. Die Gänse verrieten ihn aber. Die Laternenumzüge an St. Martin erinnern einerseits an Erntefeierlichkeiten mit Erntefeuern und Rübenlaternen, andererseits waren Lichterprozessionen zu Ehren von Heiligen, gerade zu Ehren des heiligen Martin, bereits in der frühen Christenheit gängig.